Herzlich willkommen. Wir sind heute hier, um über Sicherheit in DevOps-Strategien zu sprechen. Wir sehen hier jetzt einmal die Agenda, der wir uns gleich im Detail widmen wollen. Also es gibt eine Einführung, was ist eigentlich DevOps und Sicherheit, ganz kurz. Anschließend gehen wir auf ein Reifegradmodell ein, also Sicherheit. Wenn man in Sicherheit unterwegs ist, dann hat man immer ein Reifegradmodell, das so wächst, umso mehr man macht. Und dann zum Abschluss kommt noch einmal ein Fazit. Wir starten natürlich mit der Einleitung. Einmal kurz zu mir. Mein Name ist Timo Pagel. Ich bin DevOps-Sicherheit-Consultant, habe auch eine Kieler Firma, die Funimedia UG und Cook AG. Wir suchen natürlich auch Entwickler, wie jeder andere auch. Ich bin Dozent für Sicherheit in Webanwendungen an der Fachhochschule in Kiel. Und ich bin, wie man auch schon sieht, hier unten an dem Logo. Wer kennt das Logo? Hat das jemand schon mal gesehen und weiß, was es bedeutet? Möchte jemand einmal die Bedeutung? In der Diskussion habe ich das schon mal gehört. Das ist für Webanwendungen so eine Sicherheitsrichtlinie. Ja, eine Richtlinie stimmt nicht ganz. Ja? Das Open Web Application Security Project. Genau, absolut richtig. Das ist eine Foundation. Also sowas wie eine gemeinnützige Vereinigung, bin ich auch mit dabei. Die entwickeln auch Open Source Software, natürlich im Bereich Sicherheit. Oder auch die Folien hier, die sind ja auch Open Source. Okay. Kommen wir einmal zu dem Problem, den wir uns jetzt im Detail widmen wollen. Ich denke, das ist ganz klassisch. Man spricht bei DevOps hier von Silos. Man hat das Silo der Entwickler auf der einen Seite und das Silo der Systemadministratoren auf der anderen Seite. Dann entwickelt der Softwareentwickler oder das Softwareentwicklerteam ein Stück Software. Und zwischen diesen beiden gibt es die Wall of Irritation. Und wenn jetzt das Produkt hier zum Systemadministrator fliegt, dann sagt der Entwickler hinterher, now it's your problem, ja, nicht mehr mein Problem, seh zu, dass du es irgendwie zum Laufen kriegst, und dann ist der Systemadmin dabei, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ein weiteres Beispiel ist hier, Gotham developers not testing the changes he said while zooting to root in production. Also er ist jetzt dabei, auf ein Produktionssystem zu gehen. Dort erlangt er erweiterte Privilegien und nimmt höchstwahrscheinlich Änderungen vor, die vorher auch nicht getestet hat. Beschwert sich aber gleichzeitig, dass diese bösen Entwickler ihre Software nicht richtig testen. Genau, deswegen ist zwischen den beiden diese Wand. Und DevOps will jetzt diese Wand auflösen. Ja, schöne heile Welt. Und was ist natürlich das Ziel? Das Ziel ist, dass wir schneller releasen können, immer schnellere Produktzyklen haben, mehr Geld. Genau. Die beiden sollen jetzt also zusammenarbeiten, obwohl sie in Silos sind. Und jetzt muss man sich überlegen, wenn die beiden jetzt besser zusammenarbeiten, was sie dann ja auch tun, und schneller Software entwickeln, wie ist das dann um die Qualität bestellt? So, deswegen brauchen wir noch einen dritten. Das ist hier der Qualitätsbeauftragte, der immer alles schön durchtestet. Ja, natürlich nicht manuell, sondern er schreibt automatisierte Tests für die Systemumgebung oder die Produktionsumgebung und alle anderen Umgebungen, die es dort gibt, und die Software. Funktionalitäten, nicht funktionale Anforderungen, etc. So, nun kommen wir also zu dem Problem, dem wir uns eigentlich widmen wollen, nachdem wir den Begriff DevOps geklärt haben. Wir möchten jetzt ja gucken, wie können wir die Informationssicherheit steigern, wenn die beiden jetzt also so stark zusammenarbeiten, oder die drei, wenn die drei Silos jetzt also so stark zusammenarbeiten und es eigentlich gar keine Silos mehr gibt. Und das Ganze, wie gesagt, kann man aus meiner Sicht aus zwei Arten machen. Einerseits, die Technologien, die eingesetzt werden, die müssen wir härten. Also wenn man Docker verwendet, müssen wir dafür sorgen, dass Docker auch richtig verwendet wird, dass es gehärtet ist, etc. Und wir können aber als aus der Sicherheitssicht auch profitieren von dem Ganzen, denn was vorher nicht möglich war, war so eine Build-Pipeline, wird ja jetzt aufgebaut bei DevOps. Die gab es vorher vielleicht gar nicht, da wurde manuell deployed. Und durch diese Build-Pipeline werden ja sowieso schon Tests durchgeführt, und wir können jetzt diese Tests erweitern um Sicherheitstests. Und dann natürlich auch so Quality Gates einführen, dass man eben sagt so, ja, wenn eine Schwachstelle da ist, die kritisch ist, dann wird das Ganze gar nicht erst deployed. Und wenn wir uns über diese beiden Sachen jetzt im Klaren sind,
Dann ist der nächste Schritt, dass wir uns überlegen müssen, was machen wir eigentlich zuerst? Ja, wir haben jetzt also vielleicht 100 Punkte identifiziert, die wir gerne machen wollen, und was davon machen wir als erstes? Ja, das ist letzten Endes die Frage, die wir uns jetzt einmal ansehen wollen. Vielleicht kennt ihr die Dimension hier, das sind die DevOps-Dimensionen, die ich so identifiziert habe, beziehungsweise natürlich von woanders abgeschrieben habe. Das ist einmal das Build und Deployment, dabei geht es darum, wie baue ich meine Software und wie verteile ich das, die Kultur und die Organisation. Also man kann die Teams nicht so gut zusammenbringen ohne Kultur und Organisation, ohne dass man mit den Leuten redet, dass man denen Schulungen gibt, etc. Dann eine weitere Dimension ist die Informationsbeschaffung, also wie werden zum Beispiel mit Protokollen umgegangen oder auch welche Metriken werden überhaupt erfasst und gibt es dann Alarme, wenn es dort einen Peaks in der Metrik gibt. Dann die Infrastruktur, hatte ich schon angesprochen, die Härtung zum Beispiel und dann die Test und Verifizierung, wo wir automatisierte Tests in die Deployment Pipeline integrieren können. Ja, kommen wir jetzt zum Hauptteil. Und ich habe ja schon erzählt, es gibt ein Reifegradmodell, das ich entwickelt habe, das Generic DevOps Security Maturity Model. Und in dem habe ich die gleichen Dimensionen, die es bei DevOps gibt, auch genommen und diese dann auf Sicherheit bezogen. Genau, starten wir jetzt mit der Managementfolie. Das ist das, was man im Management so zeigt. In der Regel startet man in einem Kreis in der Mitte. Das heißt, man hat häufig nichts, beziehungsweise häufig bei Test und Deployment, bei Build und Deployment ist häufig schon etwas vorhanden. Das heißt, da gibt es dann vielleicht einen Peaks bis Level 2. Wir sehen hier außenrum die Dimensionen, die dieses Modell hat. Häufig werden sie auch Disziplinen genannt, beziehungsweise in dem Fall sehen wir schon, das sind mehr als die 5, die ich gerade eben gezeigt habe. Das sind jetzt also die Unterdimensionen. Also zum Beispiel sehen wir hier Monitoring und Logging, die gehören beide dann zu der Informationsbeschaffung, dem Information Gathering. Genau, und wir sehen jetzt auch, dass dort Level sind. Das heißt, man kann sich kontinuierlich steigern in den Level. Also man startet dabei, erst Level 1 komplett zu erfüllen und geht dann auf die nächsten Level weiter. Genau. Soweit Fragen. Ja? Also die Level bedeuten, dass es immer komplizierter wird, das zu integrieren, beziehungsweise der Nutzen sinkt, eins von beiden. Oder dass es vielleicht von etwas anderem abhängt, was vorher da sein muss. Und das heißt, es wird halt immer schwieriger, das zu integrieren. Also wenn man jetzt versucht, Level 3 überall zu erreichen, dann ist man da schon sehr lange Zeit dabei. Da würde ich mehr als ein Jahr veranschlagen, bis man das überhaupt schaffen kann. Deswegen startet man einfach Level 1. Da sind Dinge, die kriegt man schnell hin. Ja, da braucht man vielleicht einen Tag, um den Punkt dynamisches Testen zu erfüllen und ist nach einem Tag dann erstmal damit durch. Ja? Das sind aber selbst festgelegte Ziele. Die Ziele muss man sich selbst festlegen und ist ja auch nicht gesagt, dass man es genau so machen muss, wie ich das jetzt hier vorstelle, sondern was in der Regel passiert, ist, dass die Unternehmen das adaptieren. Genau, also ich kenne zwei Versicherungen, die das adaptieren, dieses Modell, eine Beratungsfirma und ein Startup. Genau. Ist aber auch ein ganz neues Modell. Also gibt's nicht, habe ich erst letztes Jahr entwickelt. Genau. Jeder dieser Level und Dimensionen hat 1 bis n Implementierungspunkte. Und in diesen Implementierungspunkten habe ich also das Risiko festgehalten. Was kann man dagegen machen? Also das ist das konkrete Ziel, das wir erreichen wollen. Dann wie schwer ist es, das zu implementieren und wie hoch ist der Nutzen für Sicherheit, welche Abhängigkeiten sind vielleicht zu anderen Implementierungspunkten da und dann Implementierungshinweise ist sowas wie, wenn ich zentrales Logging mache, dann könnte man zum Beispiel auf den ELK-Stack zurückgreifen, beziehungsweise wenn wir auf Level 1 unterwegs sind, dann würde man ja eher das Logging-Framework vom System direkt benutzen, um das einfach zu machen. Okay. Starten wir jetzt mit Infrastruktur und jetzt viele Unternehmen setzen heutzutage auf Docker, damit wird die Welt besser und häufig denken sie, ich führe jetzt Docker ein und dann ist die Welt gut. Ja, und denken nicht weiter nach. Okay, was kann dort also passieren? Das ist letzten Endes das Gleiche, was auch bei virtuellen Maschinen passiert. Wir haben häufig hier einen physikalischen Server,
davor, da drin sind mehrere virtuelle Umgebungen. Das können Docker sein oder Docker-Container, die dann da laufen oder einfach auch virtuelle Maschinen. Und wir stellen davor eine Firewall und genau, die beschützt uns. Man sieht schon hier, die Firewall ist rot, die beschützt uns also vor dem roten Pfeil, das ist ein Angriff, der dort passiert, blockt also vielleicht Port 22 ab. Was passiert jetzt aber, wenn eine Schwachstelle in der Anwendung ist, die in dem Container ist, die dann ausgenutzt wird? Dann kann der Angreifer oft natürlich die virtuelle Umgebung übernehmen, aber er hat es auch einfach, auf die anderen virtuellen Umgebungen zuzugreifen, denn zwischen denen gibt es keine Restriktionen. Also wenn man Docker im Standard laufen lässt, gibt es keine Restriktionen auf Netzwerkebene, so dass man von da aus natürlich dann auch die anderen virtuellen Umgebungen auf dem System einfach übernehmen kann. Genau, und das Ganze ist natürlich kein neues Problem, aber umso mehr Container und umso mehr man dann virtualisiert, umso größer wird dann auch das Risiko. Genau, ich hatte ja schon gezeigt, ich habe so ein Reifegradmodell und jetzt identifizieren wir, was wollen wir jetzt also machen. Wir wollen hier auf Level 3 kontrollierte Netzwerke haben. Kontrolliert heißt für mich, wenn wir jetzt im Docker sind, dass man vielleicht einen WordPress und die dazugehörige MySQL auf einer Bridge laufen lässt und ein anderes WordPress mit einer anderen MySQL auf einer anderen Bridge. Also, dass diese Netzwerke technisch getrennt sind. Dass die nicht mehr gegenseitig darauf zugreifen können. Also das Level ist praktisch, worauf man hinarbeitet. Also man setzt sich praktisch, das ist dann ein Ziel oder eine Anforderung und diese Anforderung entspricht dann Level 3 für diese Subkategorie. Genau. Wir kommen, ich zeige gleich noch, was denn so auf Level 1 zu finden ist. Genau, jetzt haben wir also, nehmen wir mal an, wir haben das gemacht und noch viel mehr und wir sagen, wir haben jetzt unsere Produktionsumgebung jetzt also gesichert, dann bin ich ja jetzt sicher. Nein, sehr gut aufgepasst, genau, das kann man so einfach nicht sagen. Sicher ist man sowieso, niemand steigert nur das Sicherheitslevel. Genau, Build- und Deployment-Prozess, den haben eigentlich die meisten Unternehmen, die Software entwickeln und speziell ja auch Unternehmen, die Software entwickeln, gehen ja auf DevOps, beziehungsweise die Webanwendung entwickeln und jetzt, das hier ist so eine typische Deployment-Pipeline und wir wollen jetzt einmal dafür eine Bedrohungsanalyse machen. Ich erkläre einmal kurz, was das bedeutet. Der Entwickler pusht Quellcode in die Versionskontrolle. Diese hat informiert den Build- und Deployment-Server über einen Hook, dass da was Neues ist. Der Build- und Deployment-Server holt sich von dem Versionskontrollsystem den neuen Quellcode ab, baut diesen dann, holt gegebenenfalls noch Bibliotheken aus dem Internet ab. Wenn man jetzt an Maven denkt, dann holen die sich da mehrere Jars runter. Oder es können natürlich auch Docker, wenn man an Docker denkt, Betriebssystembibliotheken sein, die dort runtergeladen werden und die werden dann alle zusammengeschmissen, zusammen mit dem internen Quellcode und es kommt vielleicht ein Docker-Image raus. Das wird dann in das interne Repository gepusht. Und von da aus kommt es dann zunächst auf das produktionsnahe System, wo vielleicht getestet wird, hoffentlich dann ja nicht mehr manuell, sondern automatisch und dann anschließend auf das Produktionssystem, entweder manuell durch eine Freigabe oder auch automatisch, wenn die Tests erfolgreich waren. Schöne heile Welt. So, jetzt kommt die Bedrohungsanalyse. Wir gehen so von links nach rechts einmal durch. Und wenn der Entwickler jetzt also böse Absichten hat, dann kann der die gesamte Pipeline beeinflussen. Also er kann angeben, dass sich andere Bibliotheken runtergeladen werden, er kann den Quellcode auch einfach so verändern, dass er sich eine Hintertür einbaut und kann so auf alle dahinterliegenden Systeme, insbesondere ja auch auf das Produktionssystem, letztendlich zugreifen. Dem muss man sich erstmal bewusst werden. So, nun ist es so, dass man meistens ja den Entwicklern vertraut und die auch meistens nichts Böses im Sinne haben, gehen wir jetzt mal von aus in diesem Beispiel. Die internen Angriffe sind auf jeden Fall geringer als die externen Angriffe. So können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen weiterdenken. Was gibt's noch in so einem Unternehmen außer Entwickler? Buchhaltung, Sekretärin, ja. Leute mit einem weniger ausgeprägten technischen Verständnis, so würde ich das erstmal stehen lassen wollen. Ja, und diese Leute, die könnten ja auch versuchen, auf das Versionskontrollsystem zuzugreifen. In der Regel haben wir daran eigentlich gar kein Interesse, wir würden es also gar nicht bewusst machen, sondern
Von außen kommt ein Angreifer, der sendet der Buchhaltung eine schöne Mail, mit vielleicht mit einer Bewerbung oder mit einer Rechnung. Ja, eine Rechnung muss man immer aufmachen, hat mir mal eine Buchhaltungsdame erklärt, ja, auch wenn es eine Excel ist. Genau. Ja, da, wenn sie dann diese Excel öffnet, dann passiert erstmal nichts. Ja, sie wundert sich, informiert vielleicht noch den Absender, dass der Anhang ja nicht geöffnet werden konnte. Und nach 2 Wochen stellt sich dann heraus, da hat sich irgendwas installiert und das hat dann auf das Versionskontrollsystem zugegriffen. Genau, nun ist es so, dass das Versionskontrollsystem in der Regel Benutzer beinhaltet, weil man will ja wissen, wer hat welchen Quellcode denn gepusht, also wer hat welche Änderungen committed. Deswegen ist dort in der Regel schon so eine Authentifizierung vorgesehen. Aber was passiert dann häufig ist, sowas, ja, man hat kein Patch-Management. Jetzt letzten Monat tatsächlich, im August, kam es dazu, dass eine Schwachstelle veröffentlicht wurde in GitLab und auch ein Patch released wurde. Und man kann, als Angreifer kann man jetzt dort Kommandos ausführen auf dem Git-Server. Also man kann den Server übernehmen und wie wir hier ja gesehen haben, man kann dann hinterher schön alles weitere beeinflussen. Genau. So, was kann passieren, wenn wir jetzt also sagen, wir machen Patch-Management. Genau, und dann, das heißt also, wir brauchen, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt, eine Authentifizierung vor den internen Systemen. Sehen wir hier, ist Level 1 der Infrastruktur. Und was auch helfen kann, ist, dass Anwendungen generell in virtuellen Umgebungen laufen. Das sehen wir auf Level 2 jetzt. So, dass wenn eine Anwendung übernommen wird, dass eben sie eben eingesperrt ist in dieser virtuellen Umgebung. Also pro virtuelle Umgebung eine Anwendung. Ja? Mir fehlt da noch ein Schritt, und zwar der Code-Review-Teil. Haben Sie den bedacht? Also kommt der noch auf irgendeiner der weiteren Ebenen? Weil, wenn man den mit einbauen würde, dann wäre der für mich auf der Kulturebene. Die stelle ich aber heute nicht vor. Genau, also der ist auf der Kulturebene berücksichtigt. Der gehört ja mit in so eine Kette, gehört er ja eigentlich mit rein. Also ich pushe einen gewissen Quellcode, den lasse ich durch die Augen im Prinzip zum Beispiel halt nochmal überprüfen. Genau, würde ich auch so sehen, also sehe ich auch so. Ich kann hier aber von den 100 Punkten jetzt nicht so viele vorstellen. Und ich habe mich entschieden, Kultur hier heute nicht vorzustellen. Genau, jetzt haben wir ja gesagt, wir gehen von links nach rechts. Also, wenn der Angreifer jetzt feststellt, okay, Versionskontrollsystem, komme ich nicht ran, schade. Was nimmt er sich als nächstes vor? Er guckt sich mal den Build- und Deployment-Server an. Genau, und wenn der ist tatsächlich, so meine Erfahrung, in vielen Unternehmen offen. Kann jeder Deploy drücken. Kann jeder die Konfiguration anpassen. Ja, denkt man nicht, ist aber so. Wenn der jetzt also den Build- und Deployment-Server dann angreift, vielleicht dort Konfiguration ändert oder ähnliches, dann hat er einerseits Zugriff auf das Versionskontrollsystem, denn in dem Build- und Deployment-Server werden ja zum Beispiel, wenn man Jenkins nimmt, liegt dort eine Credentials-XML rum, auf die der Angreifer dann ja auch Zugriff hätte, um dann zum Beispiel dort die Git-User rauszulesen. Ja, Git-User werden gebraucht, weil wenn man die Versionskontrolle ausgecheckt hat, dann will man ja in die Versionskontrolle nochmal den aktuellen Live-Stand reinpushen, so als Branch zum Beispiel. Deswegen liegt die da häufig rum. Also können wir auch nach links gehen, aber noch viel interessanter, man kann auch weiter nach rechts gehen und das Produktionssystem wieder beeinflussen. Genau. Jetzt folgt eine Demo, eine ganz kleine. Ich erzähle einmal, welchen Technologie-Stack ich benutzt habe. Ansonsten ist es die gleiche, die Pipeline wie vorher auch. Ein Entwickler pusht also Quellcode via Git in GitLab zum Beispiel rein. Dann informiert er, das Git informiert den Jenkins in diesem Fall. Der pusht dann ein Docker-Image in die interne Registry und von dort aus geht es dann auf das Produktionssystem. Das Testsystem habe ich in dem Fall erstmal vernachlässigt, weil es für mein Beispiel nicht wichtig ist. Genau. Jetzt muss ich hier einmal das öffnen. Achso, der ist schon da, sehr gut.
Das hier ist letzten Endes die Seite, die wir nachher, also die jetzt unsere Produktionsumgebung ist. Es ist ein einfaches WordPress, eine fancy Webseite, unsere Produktionsseite. Das ist unser Jenkins. Ich habe nichts am Quellcode verändert. Das heißt, wenn wir jetzt ein Deployment durchführen, dann ist unsere Erwartungshaltung, dass die gleiche Webseite dort ist, richtig? Also wenn ich nichts ändere am Quellcode und sich des Jenkins sich den Quellcode abholt und dann neu baut, dann darf jetzt keine Änderung vorliegen. Korrekt? Okay. Dann gehen wir hier einmal rauf und laden Bild. Genau, habt ihr schon entdeckt, wo ein Problem bei dieser Seite ist? Sie hat keine Authentifizierung, ne? Ich konnte einfach so raufgehen. Okay, jetzt baut er hier. Ist jetzt auch fertig mit dem Bauen. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal auf die Seite. Ich mache mal einen Reload. Das dauert einen Moment. Das ist jetzt. Ach so, der Docker-Container muss noch hochfahren. Das wird das sein. Moment. Genau. Ich gehe mal zurück in meinen Foliensatz. Wenn ich jetzt ein Angreifer bin, würde ich dann mein potenzielles Opfer, so wie in dem Fall jetzt, darauf hinweisen, dass dort tatsächlich, dass ich da bin und die Webseite übernommen habe. Also ich als Angreifer jetzt mit krimineller Energie würde meine Opfer nicht informieren, sondern ich würde still heimlich im Kämmerlein die Datenbank abziehen vielleicht. Oder ich würde in dem Fall jetzt, das war ja eine einfache WordPress-Seite, vielleicht die WordPress-Seite benutzen, um andere Viren zu verteilen. Aber ich würde auf keinen Fall so einen schicken Sound abspielen und alles anfangen lassen zu tanzen. Okay. Was haben wir also jetzt gelernt? Wir haben wieder gelernt, wir brauchen eine Authentifizierung. Beim Jenkins, wie gesagt, sehe ich häufig, dass es keine Authentifizierung gibt und jeder alles machen kann. Genau, wir müssen die Bibliotheken testen. Wieso steht da, wir müssen auf Bibliotheken achten oder Plugins in dem Fall. Jenkins hat Plugins und wie habe ich das Ganze jetzt installiert als Angreifer? Als Angreifer habe ich jetzt das Git-Plugin verändert. Das Git-Plugin hochgeladen und dieses veränderte Git-Plugin, das hat dieses schöne Salem-Shake-Skript eingebaut, das alles anfangen lassen hat zu tanzen. Genau. Deswegen steht hier Bibliothekentest, auf Bibliotheken achten. Also es könnte ja auch genauso sein, wenn ich jetzt ein Plugin aus dem Internet runterlade und sage, oh, das sieht ja toll aus, das binde ich mal in mein Jenkins ein. Auch da sollte man dann prüfen, wo kommt das eigentlich her. Genau, und wieder Anwendungen laufen in virtuellen Umgebungen, dann wäre zumindest das ein bisschen eingegrenzt, was der Angreifer tun kann. Genau, noch einmal wieder auf Anfang gesetzt. Genau, was kann noch passieren? Bibliotheken in dem Fall, wir müssen darauf achten, das geht jetzt ja sehr mit den Plugins wieder zusammen, wo wir uns Bibliotheken herholen. Denn dort kann ja auch was Böses passieren. Zum Beispiel gab es einen Fall, dass eine sehr bekannte Bibliothek über eine Domain abgeholt wurde, die nicht Standard ist. Die wurde dann aber häufig genutzt. Dann haben die Admins dieser Domain vergessen, das war irgendwas im Bereich Node.js, vergessen, diese Domain zu verlängern. Und dann hätte also jemand anders, ein Angreifer, sich diese Domain schnappen können und hätte darüber seine veränderte Bibliothek verteilen können. Genau. Genau, wenn auch Bibliotheken wieder, können auch wieder nach links gehen, wenn sie es wollen, wird mit sehr viel Aufwand oder auch wieder das ganze Produktionssystem beeinflussen. Okay, wieder was gelernt. Genau, auch hiergegen, dass jetzt böse Bibliotheken da sind, sehen wir hier oben, das ist jetzt Level 4, sehr advanced. Jeder einzelne Bildschritt könnte ja in einer einzelnen virtuellen Umgebung sein. Also das heißt, das Abholen der Bibliotheken kann ein Schritt sein, dann werden sie auf das Dateisystem gelegt und anschließend werden diese dann, die schon auf dem Dateisystem liegenden Bibliotheken verwendet, um dann das
zu bauen und dann in wieder einer neuen Umgebung wird das zur Ausführung gebracht. Genau, wenn wir das dann zur Ausführung bringen in dem Testsystem, dann können wir Defense-Metriken verwenden. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass wir einen Alarm haben, wenn die Anwendung nach außen geht. Dann können wir natürlich Whitelist pflegen, also das heißt, wir pflegen eine Liste, was ist alles erlaubt, um nach außen zu gehen. Und wenn dann etwas auftaucht, was nicht erlaubt ist, kommt dieser Alarm und wir kriegen die Meldung, okay, da wurde sich jetzt verbunden mit Server X in China. Und wenn das dann schon China ist, dann weiß man schon, da sollte ich lieber nochmal nachgucken, dass ich das denn wirklich so möchte. Genau, und auch wieder natürlich klar, wir gucken uns die Bibliotheken an, die wir einbinden, ob denn da alles mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht achtet man noch auf solche Werte wie viele Committer gibt es. Wenn es nur einen Committer gibt, ist schon mal schwierig meistens in einem Enterprise-Environment. Okay. Alles klar. Gehen wir nochmal weiter, schließen wir den Build-Server ab, gehen wir zur Registry, die wir ja in dem Beispiel hier verwenden. Der Angreifer könnte also, wenn bei der internen Registry, sagen wir mal, das könnte eine Docker-Registry sein, dort ein Image hochladen, wenn dort keine Authentifizierung ist und sich auch welche runterladen. Genau, es gibt noch ein krasseres Beispiel dafür, und zwar, dass die Registry ja auch im Internet sein könnte. Dann ist es natürlich noch mehr zu empfehlen, eine Authentifizierung zu nutzen. Jetzt lacht man und sagt, ja, was hat er denn? Wer macht denn sowas? Ne? Wer macht denn sowas? Genau, hier haben wir ein Beispiel dafür, das ist tatsächlich passiert. Die haben eine offene Registry gehabt mit ihrem internen Quellcode. Wein heißt das Unternehmen. Und da haben Angreifer also von der Registry, das war wahrscheinlich so ein Name wie registry.wein.com, sich die Images gezogen, konnten sie dann natürlich schön ansehen, was passiert da drin, konnten es manipulieren und wieder hochladen und konnten so ihren schadhaften Code verteilen. Ja, in dem Fall haben sie diesen Angreifer, ja, ich gehe erst ins interne Netzwerk und dann weiter, brauchten sie gar nicht, ja, konnten direkt auf die Registry rauf. Ja, gab natürlich auch keine Authentifizierung, klar. Wer braucht das schon? Genau, also ganz wichtig, wieder einfache Authentifizierung an jedem System, das wir haben. Ja, eine Basic-Authentifizierung hätte ja in dem Fall schon gereicht. Ja, Inject, Basic Out, fertig. 5 Minuten dauert das für mich. Naja, vielleicht auch 6, ich muss ja noch googeln. Okay. Jetzt wollen wir uns ein bisschen lösen von der Build-Pipeline und übergehen zu automatisierten Tests. Ja, eine ganz große Disziplin, wenn es um DevOps-Sicherheit geht, weil wir da ja letzten Endes das Potenzial von DevOps voll ausschöpfen können. Wir haben wieder hier unsere Build-Pipeline, im Prinzip so wie gerade eben, ich habe nur ein statisches Testsystem hinzugefügt. Und jetzt möchte ich euch einmal darlegen, wo denn überall was getestet werden kann. Beim Entwickler ist es immer möglichst früh, Rückmeldung für den Entwickler zu geben. Das heißt, am besten ist, wenn man so ein Tool hat, das in der IDE drinsteckt. Genau, was kann man jetzt also tun? Man kann beim Entwickler schon Integration-Tests machen. Das heißt, der Entwickler stellt sich selbst nicht funktionale Anforderungen und testet sie. Also zum Beispiel, ich möchte, wenn ein Benutzer sich 3-mal versucht anzumelden und dann aber ein falsches Passwort jedes Mal verwendet, diesen aussperren, weil es handelt sich ja um einen potenziellen Angreifer. Und das könnte er dann also mit solchen HTTP-Unit-Tests einfach mal austesten, ob denn diese Anforderung tatsächlich so auch umgesetzt ist. Nicht, dass das nachher noch vergessen wurde. Natürlich sehr hoher Aufwand, den man dort treiben muss. Also geht man eher dazu über, tatsächlich Sachen zu machen, die nicht so viel Aufwand benutzen. Kommt natürlich auf das Risikolevel an, das die Anwendung hat. Genau. Also statische Analyse wird dann häufig gemacht. Das wird zum Beispiel Find Security Bugs. Das ist so ein Add-on für Find Bugs, wer das vielleicht kennt. Und dann wird auch sowas geprüft wie ein MD5-Hash, ja? Wird irgendwo ein MD5-Hash verwendet? Und wenn ja, dann wird das gelb angemarkert, dass dort gegebenenfalls etwas Unsicheres verwendet wird. Muss man natürlich gucken, wie ist der Kontext? Ist es tatsächlich im Kontext des Speichern eines Passworts? Dann ist es natürlich höchste Zeit, dass man darüber nochmal nachdenkt. Wenn es allerdings vielleicht einem anderen Kontext passiert, wo man einfach nur einen Hashwert über eine Datei bilden will, dann könnte es ja vielleicht nicht ganz so schlimm sein. Genau. Eine andere Alternative ist der Overst Dependency Check. Das ist eine Möglichkeit, um auf Komponenten mit bekannten Schwachstellen
in Java-Anwendungen zu testen. Also dann gibt es da die POM, die liest er zum Beispiel aus und guckt, sind dort Bibliotheken drin, die tatsächlich Schwachstellen beinhalten. Ja, das ist anders als zum Beispiel, wenn ich jetzt an mein Betriebssystem denke, dann kann ich mir dort regelmäßig zusenden, welche Updates gibt es. Das sind aber sehr viele, das kann ich nicht so richtig überblicken und es gibt und entsprechend ist es einfacher, wenn ich einfach nur die Sachen kriege, die tatsächlich für mich kritisch sind, aus meiner Sicht. Okay, jetzt haben wir also das abgeschlossen, was beim Entwickler passiert. Das gleiche sollte auch beim Bildsystem passieren, um eben die Quality Gates zu integrieren. Wenn also dann auf dem Bildsystem bekannt wird, dass tatsächlich eine Bibliothek in Java verwendet wird, die höchst kritische Schwachstellen hat, sollte das Bildsystem das zumindest markieren, ja, also als unstable markieren. Oder wenn man sich dann daran gewöhnt hat, das zu benutzen, vielleicht nach einem halben Jahr oder sowas, nach so einer Testphase, dann auch tatsächlich den Build fehlschlagen lässt. Okay, gehen wir weiter. Produktionsnahe System, was kann ich dort machen? Dort bieten sich dynamische Tests an, also Tests, die dann passieren, wenn die Anwendung zur Ausführung gebracht wird. Dort werden also HTTP-Requests abgesetzt und anschließend, also erstmal wird die Anwendung versucht zu erkunden und wenn man die dann erkundet hat, alle Vektoren gesammelt hat, dann kann man dort tatsächlich versuchen einzudringen, so machen das die Werkzeuge. Also sie versuchen zum Beispiel dann die etc-pass-wd auszulesen. Oder sie versuchen, eine Cross-Site-Scripting-Angriff durchzuführen. Genau. Jetzt haben wir also das produktionsnahe System. Auf dem Produktionssystem kann man auch noch was tun. Häufig wird gesagt, ja, unser Produktionssystem ist ja gleich. Das ist in der Regel nicht der in der Regel zwischen Produktionssystem und Testsystem schon ein Unterschied. Das kommt spätestens dann, wenn wir an die SSL-Konfiguration denken, beziehungsweise heutzutage ja TLS-Konfiguration. Da wird in der Regel gespart. Das heißt, auf dem Produktionssystem sieht das anders aus als auf dem Testsystem. Und das heißt, auf dem Produktionssystem bietet es sich dann an, spätestens nochmal die SSL-Konfiguration zu prüfen oder auch hier passive Scans zu machen. Das heißt, da werden dann mittels OberStep zum Beispiel auf Header getestet. Ja, welche Header sind da gesetzt und welche fehlen vielleicht, sodass man das nochmal angucken kann. Okay. Gehen wir einmal tiefer rein in die Erkennung von Komponenten mit bekannten Schwachstellen. Gartner hat prognostiziert, dass bis 2020 99% aller Schwachstellen tatsächlich IT-Experten ein Jahr vorher bekannt sind, bevor sie ausgenutzt werden. Also man weiß, da ist was, hat sich aber nicht gekümmert, also hat kein Update gemacht. Genau, wie können wir jetzt also das verhindern? Das verhindern wir, indem wir kontinuierlich unsere Anwendungen testen, beziehungsweise vielleicht auch unseren Docker-Image testen auf Komponenten mit bekannten Schwachstellen. Dabei müsste man sich folgende Fragen stellen, wenn man das integrieren möchte. Was möchte ich scannen? Wie möchte ich scannen? Wann möchte ich scannen? Wem erzähle ich hinterher, was dort gefunden werde und wurde? Und welche Aktionen führe ich denn hinterher aus? Genau, was wollen wir scannen und wie? Also was sind die Anwendungen, die wir testen wollen? Wir wollen unser Betriebssystem testen und vielleicht auch die Infrastruktur der Firmware. Also Betriebssystem gehört in dem Fall dann nicht zur Infrastruktur. Bei Infrastruktur sehe ich eher sowas wie einen Router, der steht. Da kenne ich tatsächlich keine Open-Source-Tools. Wenn einer ein Tool kennt, gerne bei mir Bescheid sagen. Kommen wir also zu den Anwendungen. Anwendungen. Wenn man jetzt eine Java-Anwendung hat, dann hatte ich ja schon gesagt, kann man sehr gut den Overst-Dependency-Check nehmen. Oder auch wenn man Ruby hat, dann bietet sich das auch an. Wenn man PHP nutzt, dann kann man den SensioLab Security Advisor benutzen, der letzten Endes dann guckt, wie welche Bibliotheken mittels Composer eingebunden sind. Und wenn man JavaScript benutzt, dann kann man Retire.js verwenden, um auf Komponenten mit bekannten Schwachstellen zu testen. Ja, wenn wir an unser Betriebssystem denken, wenn wir also so einen Root-Server haben oder eine virtuelle Maschine, dann können wir Wulns verwenden oder OpenWES, die dann dort gucken im Paketmanager, was dort vorhanden ist. Und wenn wir an Docker denken, dann können wir dort Anker.io, Clair oder OpenSCAP nehmen. Genau, wie läuft das Ganze ab? Es kommt ein Build-Trigger von außen.
Wenn wir jetzt an Jenkins denken, dann wird die Anwendung gebaut, dann erfolgt das Scannen der Anwendung, dann wird das Image gebaut, das Docker-Image, dann wird auch das gescannt und dann erfolgt gegebenenfalls das Deployment, wenn dann alles in Ordnung war. So einfach ist es leider nicht. Also das bietet jetzt schnelles Feedback, wenn der Entwickler was verändert. Da ist es also sehr gut. Nehmen wir an, der Entwickler fügt eine neue Bibliothek hinzu. Alles toll, finde ich sehr schön. Kriegt er also direkt Feedback, dass die Bibliothek, die er verwendet, vielleicht veraltet ist. In der Regel sieht das Ganze aber anders aus. Wenn wir uns den Schwachstellenlebenszyklus einmal ansehen, dann ist es so, dass wenn ein Container erstmal gebaut wird, ein Image gebaut wird, anschließend wird dann der Container gestartet, dann läuft der Container und später, vielleicht weil ein nächtliches Deployment stattfindet, ein nächtlicher Build stattfindet, wird dann das Image nochmal neu gebaut. Aber in dem Fall nicht zur Ausführung gebracht. Okay, gucken wir uns jetzt die untere Seite an. Direkt nach dem Starten des Containers wurde dann also eine Schwachstelle entdeckt irgendwo, dann dauert das eine Zeit lang und dann wird sie tatsächlich auch gepatcht, dann dauert es wieder eine Zeit lang, bis sie dann auch in den Paketmanagern vorhanden ist, wenn wir jetzt an ein Docker-Image denken, und dann wird das gepublished. Wenn wir jetzt aber danach ein Bild machen, der nicht den Container zerstört und neu baut, dann läuft ja unser alter Container erstmal noch weiter mit den Schwachstellen. Dem muss man sich also immer bewusst sein. Häufig ist leider eine Anforderung, dass Container nicht so häufig zerstört werden sollen, wie sie es aus meiner Sicht sollten. Aus meiner Sicht sollte ein Docker-Container jede Nacht zerstört werden dürfen. Sieht man aber manchmal aus Anwendungssicht anders oder aus Betriebssicht. Genau, wenn das passieren würde, dann hätten wir das Problem ja gar nicht. Ne? Dann wüsste man, jede Nacht wird es neu gebaut, jede Nacht werden die neuesten Bibliotheken verwendet, alles super. Genau, jetzt einmal eine Demonstration, wie schwer oder einfach das ist. Hier habe ich jetzt ein Betriebssystem mitgebracht, auf dem ich Anchor installiert habe. Mit Anchor analysiert man zunächst ein Image. In dem Fall habe ich das schon vorbereitet, sonst würde es jetzt ca. 15 Sekunden dauern. Wenn wir das dann analysiert haben, können wir uns hinterher einen Report ausgeben lassen. Und ja, jetzt ist es so vielleicht nochmal neu. Genau, jetzt sehen wir hier also, er meldet uns unterschiedliche Schwachstellen, hier alle auf sehr niedrigen Kritikalitätslevel, und wenn wir hier weiter nach oben gehen, sehen wir auch welche mit High, zum Beispiel Medium oder Low. So sind die in der Regel eingeteilt. Ich gehe mal hier nach oben. Wir sehen hier auch die Schwachstellen-ID. Genau, die Image-ID und letzten Endes hier auch die URL, unter der wir dann mehr Informationen zu der Schwachstelle bekommen können. Jetzt habe ich diese URL einmal für uns aufgerufen, sodass wir uns das angucken können. Wie sieht das denn aus? Jetzt in dem Fall für Debian. Der erste Teil ist sehr schwer zu verständlich. Das Interessante in dem Fall ist, wir crafted UDP Packet to Port 111. Das Erste, was ich mich jetzt also frage, ist, wenn das Ganze nur ausgenutzt werden kann, wenn es über Port 111 passiert und via UDP, hat mein Container, wenn er zur Ausführung gebracht, lauscht er überhaupt auf Port 111? Und wenn er das nicht tut, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gering, dass das bei mir ausgenutzt werden kann. Also ich rede extra von Wahrscheinlichkeit und nicht von definitiven Aussagen. Das ist immer sehr schwer, definitive Aussagen zu treffen in solchen Fällen. Das will ich mit diesem Beispiel einmal demonstrieren. Ja? Das heißt, dieses Tool Anchor analysiert gar nicht, ob die Dienste tatsächlich laufen, sondern nur, ob die installiert sind? Genau, der guckt letzten Endes im Paketmanager nach, ob sie dort vorhanden sind. Das ist auch ein Nachteil natürlich, denn wenn wir jetzt daran denken, dass man häufig sich in so einem Docker-File auch in Nginx einfach für wget runtergeht, dann wird das nicht erkannt.
Okay, jetzt haben wir also eine Schwachstelle identifiziert. Wir haben gesagt, Kritikalität ist hoch. Was kann man also tun? Wir können das Risiko ausschließen, indem wir die Bibliothek vielleicht upgraden. Das wäre der einfachste Fall. Was man in der Regel nicht hören will, ist, man nimmt die Anwendung offline. Sollte aber durchaus vorher eruiert werden, in welchem Fall man die Anwendung offline nimmt. Denn der Schaden, der hinterher entstehen kann, ist sehr hoch. Wenn es zum Beispiel eine SQL-Injection möglich ist bei einem WordPress und das in den Script-Kiddy machen kann, dann würde ich mir durchaus überlegen, ob ich die Anwendung nicht doch lieber offline nehmen will. Auch wenn das kein anderer hören möchte. Genau, was können wir noch machen? Wir können noch das Risiko verringern, indem wir zum Beispiel eine Web-Application Firewall davor tun, die dann so ein virtuelles Patching macht. Also das heißt, sie fängt dann diese böse SQL-Injection ab und lässt das gar nicht erst zum Container passieren. Genau, dann, was man auch zusätzlich noch tun kann, ist das Risiko akzeptieren. Ja, wir sagen, gut, ist da, wissen wir, kann ausgenutzt werden, wir machen trotzdem weiter. Ja, eine Sache fehlt hier noch, das ist das Risikotransfer. Man kann natürlich auch sich eine Versicherung holen, klar, und sich dann einkaufen, dass die dann bezahlen, wenn da was passiert. Das ist dann der Transfer. Habe ich hier rausgenommen, weil diese Präsentation habe ich für eine Versicherung gemacht. Da fand das nicht so angebracht. Okay. Genau, also hatte ich schon gesagt, wenn jetzt also wir das ganze Bild laufen lassen, dann können wir den Bild markieren oder wir können ihn fehlschlagen lassen. Und hilfreich kann auch sein, dass wir uns eine E-Mail senden, dass das ins Monitoring mit integriert wird, das sowieso schon da ist, dass das Ganze in Jira-Tickets einfließt. Wichtig ist, dass man am besten jemanden hat, der sich dafür verantwortlich fühlt und auch False Positives raussortiert, also Meldungen, die eigentlich gar keine sind. Weil das passiert leider doch recht häufig und dann ist so ein Entwickler recht schnell genervt, wenn er da Meldungen kriegt, die gar nicht auf ihn zutreffen. Okay, was haben wir damit jetzt also abgedeckt? Ich habe gezeigt, wie man Komponenten auf der Infrastrukturebene testen kann. Ich habe gezeigt, wie man sie auf Applikationsebene testen kann und wir haben uns angeguckt, wie man sie denn behandelt. Meine Empfehlung ist, dass man sich am Anfang nur das anguckt, was wirklich mit high oder kritisch markiert ist und den ganzen anderen Rest erstmal nicht. Wir wollen klein starten und immer mehr machen und wir wollen keinen nerven. Ist leider so, dass man das so machen muss. Genau, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, ob wir das noch schaffen. Kommt darauf an, wie viele Fragen ihr jetzt gleich noch im Anschluss habt. Ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit. Wenn also Fragen da sind, dann würde ich das jetzt eher rauslassen. Wir können das ja so machen. Was habt ihr bisher für Fragen? Vielleicht eine Anmerkung. Ja. Man muss ja gar nicht Downzeiten von Containern einplanen, wenn man einen Cluster hat. Also ein Kubernetes oder ein Swarm oder so, wenn man den hat, muss man ja keine Downzeiten akzeptieren von Containern. In welchem Fall würde man eine Downside, auf welchen Fall spielst du jetzt an? Ja, also wir hatten ja gesagt, dass man, wenn man ein neues Image baut, den Container neu starten muss. Damit genau. Das Image verwendet wird. Das muss man ja nicht mit einem Continuous Deployment. Da muss man das ja nicht. Mhm. Absolut. Das ist auch in der Regel nicht der Grund. Der Grund ist, da sind irgendwelche Backend-Systeme, die brauchen eine durchgehende Verbindung. Wir können den Container nicht offline nehmen. Das muss lange geplant sein. So, dann meine Kunden. Und ich wette, hier im Raum können das einige bestätigen. Diverse Applikationen, die mit Unterbrechungen nicht so gut klappen. Sagen wir mal so. Genau. Also das die sollten natürlich dann anders geschrieben werden, aber erklär das mal den Entwicklern. Ich weiß jetzt auch, dass zum Beispiel an Kubernetes ein H-Proxy davor ist, und wenn man mit dem spricht, hat man das Problem halt auch nicht. Ja, die Anwendungen sind dann ja aber eher in der Regel intern und gar nicht nach außen. Also dazu kommst du dann leider nicht weiter mit der Argumentation. Und es gibt noch andere Argumentationen, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe. Genau, aber grundsätzlich auch das ist bei mir in dem Modell mit abgedeckt. Verfügbarkeit ist ja auch eine Anforderung an die Informationssicherheit, so dass ich auch solche Rolling Updates mit integriert habe. Als ein Punkt. Okay, dann, ich brauche für die Conclusion am Ende noch 2 Minuten, das kriegen wir also in kurzen Blick kriegen wir hin vielleicht. Es gibt ein Werkzeug, das heißt Secure Codebox.
Das hat eine Hamburger Firma entwickelt. Das ist jetzt, Stand heute, nicht Open Source. Also man kommt nicht ran, obwohl sie da eine Open Source Lizenz drin haben. Das wird aber demnächst von den Leuten veröffentlicht. Und was macht das ganze Ding? Das integriert letzten Endes dynamische Scans in die Build-Pipeline, sodass man im Jenkins-File einfach angeben kann, bitte rufe die und die URL auf, nachdem das Ganze auf das Testsystem deployed wurde, und dann geht diese Secure Code Box daran mit mehreren unterschiedlichen Scannern, das ist der Vorteil von dieser Box, und testet das auf Schwachstellen im Bereich der Webanwendung. Genau, das heißt, man kann hier im Jenkins jetzt ein Build schedulen, und was dann rauskommt, ist das, was wir hier unten sehen. Wir haben so eine Risikoanalyse, wie viele Schwachstellen wurden gefunden, auf welchem Kritikalitätslevel. Für mehr habe ich leider gerade keine Zeit, kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Man kann aber auch die Tools, die ich vorgestellt hatte, Arachne, Overstep oder auch andere, direkt benutzen. In der Regel lohnt sich das aber nur, wenn man tatsächlich nur eine oder zwei Anwendungen hat. Wenn man mehr hat, in meinem Fall zum Beispiel 50 oder bis zu 100 oder 200, dann lohnt es sich eher darüber nachzudenken, wie kann ich das Ganze orchestrieren. Dafür ist dann diese Secure Code Box sehr hilfreich. Okay, weil man darüber eben auch Konfiguration steuern kann. Genau. Gehen wir also hier hin. Genau, so würde das Ganze da, so sieht das Ganze im Jenkins-File dann aus, wenn man es tatsächlich dann dort integriert. Wir geben also an, es gibt so einen HTTP-Request, das heißt, diese Secure Code Box nutzt Camunda, wo wir dann über eine REST-Schnittstelle ran können, und wir können dann dort auch die Scan-Process-JSON angeben, wo drin wir die ganzen Konfigurationsparameter haben. Das sind dann zum Beispiel, in welcher Tiefe wird gescannt, welche URL soll überhaupt gescannt werden, also worunter ist die Anwendung verfügbar, welche Benutzernamen gibt es vielleicht, um sich einzuloggen, damit wir die Abdeckung erhöhen und Ähnliches. Also ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich davon rede. Genau, kommen wir jetzt zu unserem Fazit, ja? Das ist aber nur für simple Webanwendungen gedacht, oder? Für komplexere Anwendungen, wie es vielleicht in Java programmiert, dann ist es eher nichts. Doch, tatsächlich auch. Also man muss darauf achten, wie man das Ganze spidert. Also du kannst einerseits, da bin ich gerade dabei, das zu integrieren, dass man zum Beispiel mit Curl oder auch mit dem Akzeptanztest, den man ja eigentlich sowieso hat, dass man dort dann das durch den Scanner durchschleust, also durch den Schwachstellenscanner, der hat eine Proxy-Funktion, dann nimmt das Ganze dann auf und hinterher kannst du das dann wieder raufspielen. Alternativ kann man auch einen sogenannten Ajax-Spider verwenden, der ist bei Arachne direkt mit dabei, das scannet automatisch damit. Bei dem Overstep müsste man angeben, dass er das mit dem Ajax-Spider machen soll, und dann versucht er die Webseite zu crawlen, mit Calljax heißt das Tool dahinter, und somit ist auch so eine Angular-Anwendung super damit zu scannen. Zum Beispiel der Juice Shop, wenn man das hier jetzt oben sieht, sieht man auch, kennt jemand den Juice Shop? Das ist eine Anwendung, die absichtlich mit Schwachstellen bestückt ist, die ist in Angular 1 geschrieben, sieht man hier auch, und man kann also scannen und findet dann dort auf auch tatsächlich Schwachstellen. Jetzt sieht man hier, hier gibt es jetzt gerade keinen Juice-Shop mit dem Overstep. Na gut, bereite ich vielleicht fürs nächste Mal dann vor. Okay, kommen wir einmal zum Fazit. Wir haben jetzt gesehen, wie DevOps-Strategien, ja, hier ist ein sehr hartes Wort, must eigentlich, Härtungen durchführen sollten, wie man sich das auch in dem Reifegradmodell zurücklegen kann. Dann wie wir die DevOps-Strategien, die es gibt, ja, ich sag mal, ausnutzen können, um dort unsere automatisierten Tests unterzubringen. Und wir haben gesehen, wie wir das Ganze priorisieren können mit dem generischen DevOps-Sicherheitsreifegradmodell. So, dass wir einen leichten Start haben, das ist ganz wichtig, man sollte nicht sagen, ich will gleich Level 3 erreichen, sondern wir starten mit Level 1, stecken uns realistische Ziele und dafür erfüllen wir sie dann auch. Ja, und wir haben auch gesehen, man sollte nicht so einen Durchstich machen, sondern kontinuierlich in allen Dimensionen arbeiten und sich dort verbessern. Ja, das ist letzten Endes alles, was wir heute gesehen haben von den 100 Punkten. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr sie jetzt loswerden. Ich werde auch gleich noch draußen stehen und mir was zu trinken holen.